Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play! Sniper Ghost Warrior 2, Junge! Okay, wir drücken mal. Oh, scheiße, hab ich was vergessen. Hier hab ich's doch. Meine kleine Themenliste, die ich mir mal zusammengestellt habe, weil ich ja zu wenig laber in diesem Spiel. Habe ich mal schon mal zur Seite gelegt. Oh, es ist die. Sorry. Mikrofon am Wackeln. Das verstört natürlich die Tonqualität. So. Ich muss ja drücken. Einzelspieler fortsetzen. Aus dem Nichts. Akt 1. Ort Philippinen. Zeit 2400 Hz. Juliet vor 6 Tagen. Agent Ears, würden Sie die Aufnahme, die Sie gerade vom Radarsystem gezogen haben, näher erklären? Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. So, wir drücken mal die Starttaste. Habe ich gedrückt? Ich hoffe, ich komme heute nochmal irgendwas zu labern. Weil die labern mich auch ganz gut, die Leute. Alle Teams Funkgeräte prüfen. Razor 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. IS 3-1, verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundärziel. 3-1 nimmt Position an der Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext... Wenn Sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, Verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird Sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lang nicht gesehen, Anderson. Vance, wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ah, ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. So, ich hatte noch gerade ein anderes Thema, was ich ansprechen wollte. Hey, придурок, посмотри вокруг. Ты на чёрт. Müsste eigentlich auffallen, dass jetzt irgendwie plötzlich der Kollege nicht mehr am Reden ist. Yes, sir. Yes, sir. Wo sind die denn? Und zwar, ich hätte noch ein anderes Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Verdammt mich doch. Verdammter Hase. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Streit über Xbox und PS. Ich sag mal so. Zwar mache ich auch meinen Scherz über den PlayStation, sag ich jetzt einfach mal. Es ist auch ganz lustig und tralala, total witzig und so. Und es macht jedem Spaß. Aber wir müssen jetzt mal Klartext reden. Im Endeffekt müssten wir eigentlich mal alle an einem Strand ziehen und einfach mal zeigen, was die Zockergemeinde eigentlich ausmacht. Nicht nur... Stirbt er auch mal? Verdammte Hacke. Und zwar sind wir unsere größten Feinde. Das Problem ist halt, dass wir uns selber jedes Mal fertig machen. Ob jetzt PlayStation, Xboxer, Computer, Wii, es ist scheißegal. Wir sind alle Zocker und daran muss es... Verdammte Hacke. Läuft ja gar nicht gut gerade. Wir haben schon genug Stress mit den ganzen Politikern, die meinten, uns jedes Mal fertig machen zu müssen, uns jedes Mal blöd anmachen zu müssen. Und entweder hört dieser Arsch jetzt auf, mal mich bei Facebook anzuschreiben, oder ich gebe ihn in die Fresse. Läuft gar nicht gut für mich, Leute. Ah ja.
Wie viel Muni habe ich denn? Nicht viel. Und anstatt jetzt sich gegen die Fälle zu machen, sollten wir jetzt mal alle wirklich an einem Strand ziehen und mal sagen, hier, pass auf, wir Spieler können auch uns zusammentun mal gegen andere. Weil ich gebe jetzt mal ein schönes Beispiel. Ich will jetzt mal ein richtig schönes Beispiel mal raushauen. Was die Politiker meinen, fördern zu müssen und was wir meinen, mal fördern zu müssen. Und zwar gibt es ja immer solche berühmten Sätze in jedem Spiel, in jedem Video, wo man sich halt denkt, okay, das ist jetzt so der intelligente Satz oder halt das Markensatzgedönse. So, ich muss wahrscheinlich... Razor 3-2 in Position. 3-2, ich beobachte dich. Roger, Unterstützung. Wir stehen bereit für dein Signal. Finden unseren Mann Anderson. Observiere das Gebiet 3-2. Hier sind verschiedene Gebäude, die potenziell das Ziel enthalten könnten. Ich bin dran. Da steht ein Gebäude, das wie ein Restaurant aussieht. Oder zumindest war es mal eins. Vier Männer vor Ort. Aber sie scheinen niemanden speziell zu beobachten. Eine Geisel wäre besser bewacht. Die Jungs sind Profis. Schau woanders. Was haben wir hier drüben noch? Ich sehe die Yacht in der Anlegebucht. Sieht ruhig aus. Die haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Enemy 17 am Hubschrauberlandeplatz. Vier Ziele in Sichtweite, aber keine Zielperson zu sehen. Over. Verdammt! Na, komm schon, zeig dich, du Schwanz. Bingo. Bestätige die Lage der Zielperson. Großes Apartment mit Glaswänden. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razor? Positiv. Er lebt, aber sie bearbeiten ihn. Empfehle sofortiges Eingreifen. Alle Teams, grünes Licht für Angriff und Sicherstellung der Zielperson. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffen bereit, Männer. Macht euch bereit. Wir mischen die Party auf. Auf dem Weg zum Apartment habe ich verschiedene Engpässe identifiziert. Ich werde koordinieren, sobald ihr darauf trefft. Verstanden. Wir sind an Land. Vorwärts zum ersten Engpass. Keller, wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, können wir mehr Fläche abdecken und fallen auch nicht so auf. Gute Idee. Nichols, du gehst mit Diaz. Komm es mit mir. Wir umstellen das Apartment von beiden Seiten. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Und zwar, worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte. Der berühmte Satz in jedem Spiel. Da habe ich jetzt letztens Night of the Rabbit geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kontakt, Patrouille kommt aus dem Bootshäuschen. Nickert's mir nach. Anderson, nicht schießen. Point and Click Adventure. Und wir sollten so leise wie möglich sein. Alter, darf ich jetzt mal in Ruhe labern? Hier, komm, die stehen da. Und da gibt es halt einen Satz, das fand ich ganz cool. Und zwar eine Motte und Jerry standen halt da und da ist halt eine Motte am Labern gewesen. Und er fragt halt, die Motte sagt so, ich frag mich schon lange, wer, Alter, jetzt halt doch mal die Fresse. Dein Auge drauf, mach den ruckzuck platt. Aber verstanden. Wer, vermag es schon, Berge zu versetzen? Kann dieser Mensch uns sehen? Kann dieser Mensch uns hören? Und dann sagt sie, ich wünschte, er könnte es nicht. Kannst du ihn übernehmen? Ich nehme den unten. Na klar, zähl. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. In 3, 2, 1. Perfekt, wir sind bereit. Gut. Ich wünschte, er könnte... Alter, ich kann in diesem Spiel nicht vernünftig labern. Teil der Insel, auf dem Dach. Ich kann ihm nicht vor der Nase herumlaufen. Ich brauche Hilfe. Verstanden. So, ich wünschte, ich frage mich schon seit langem, wer Berge versetzen kann. Ich wünschte, er kann uns nicht sehen und nicht hören. Da fragt Jerry, warum nicht? Und dann sagt sie, weil ich mir nichts Gefährlicheres vorstellen kann. Als Leute, die um all diese Probleme wissen und nichts tun. Dieser Satz alleine ist schon hardcore und schon ein bisschen geiler als wir haben blauen Schlau gelöst, wir haben blauen Schlau gelöst, wir haben blauen Schlau. Finde ich schon irgendwie. Also so nicht. Ziel 1 eliminiert. Und daher bin ich der Meinung, dass man einfach jetzt mal